Karl-Heinz Rummenigge meldet sich zu Wort und macht eine waschechte Ansage in Richtung des aktuellen Bayern-Trainers Thomas Tuchel. Was hat er da gesagt? Und welchen Trainerkandidaten würde er wohl bevorzugen? Was ist das Profil, was die Bayern als neuen Trainer suchen? Alles dazu gleich hier. Zudem sagte jetzt auch Sebastian Hoeneß etwas zum Bayern-Interesse und gab ein vielsagendes Interview. Wird er der Nachfolger von Thomas Tuchel? Alles dazu und noch mehr gleich hier in diesem Video. Vorab lasst ein Like auf das Video da und auch ein Abo hier auf den Kanal, um nichts mehr über die Bundesliga und natürlich auch alles rund um den FC Bayern München nicht zu verpassen. Aber damit gehen wir doch rein ins erste Thema. Karl-Heinz Rummenigge, er meldet sich zu Wort und macht eine Ansage in Richtung Thomas Tuchel. Natürlich muss sich jetzt hier auch einer der alteingesessenen Bayern-Bosse nochmal zu Wort melden und er sprach über die Entlassung, über den neuen Trainer und so weiter und so fort. Grundsätzlich ging es in dem Interview beim Podcast Tomorrow Business and Style natürlich rund um die Trainerfrage. Der Trainerposten beim FC Bayern München ist zu einem echten Schleuderstuhl geworden. Innerhalb von einem Jahr wurden jetzt quasi zwei Trainer entlassen und da gab Karl-Heinz Rummenigge zu, dass das kein gutes Bild ist, was man beim FC Bayern München abgibt, dass die Frequenz dieser Entlassungen einfach zu hoch ist. Aber er betont auch nochmal, die Bayern haben in der Causa Tuchel wirklich keine andere Wahl gehabt, als sich von ihm zu trennen. Er sagte jetzt und bestätigte, die Chemie zwischen Team und Tuchel, die passt einfach nicht. Er sagte, der Fit zwischen Trainer und Mannschaft, der, das muss man auch selbstkritisch sagen, im Moment nicht so ist, wie wir uns das gewünscht haben. Dementsprechend wird es Veränderungen geben. Und er machte auch eine Ansage in Richtung Tuchel und sagte auch ganz klar, es fehlt eben die Leidenschaft. Man muss wieder einen Trainer finden, der die Hingabe zum Club hat. Die Benchmark dafür sind Jupp Heynckes und auch Pep Guardiola. Dass natürlich Thomas Tuchel vielleicht menschlich eher ein distanziertes Verhältnis zu seinem Verein hat, zum FC Bayern München hat, das war ja eigentlich auch schon vorher klar. Aber das ist jetzt auch eben etwas, was jetzt wohl tatsächlich der neue Trainer alles haben soll. Es muss nicht nur sportlich stimmen, es muss auch menschlich zum FC Bayern München passen. Wie das bei Jupp Heynckes war, wie das bei Pep Guardiola war, genau solch einen Trainer wünscht man sich auf Seiten der Bayern-Bosse. Und da gehört halt eben auch mal dazu, dass man sich zum Beispiel, nur als Beispiel, mal am Tegernsee bei Uli Hoeneß blicken lässt, auch wenn der vielleicht nicht mehr so viel offiziell zumindest zu sagen hat, aber intern ist er natürlich immer noch einer der absoluten Bayern-Big-Bosse. Also man merkt das hier schon, Thomas Tuchel konnte auch die Erwartungen der Bayern-Bosse nicht erfüllen und letztendlich blieb ihnen wohl keine andere Möglichkeit übrig, als sich von Thomas Tuchel zu trennen. Dass das sportlich vielleicht nicht der beste Fit mal sein gewesen mag, das haben wir alle gemerkt, das ist auch jetzt mittlerweile klar. Und Thomas Tuchel selbst, er hat sich ja heute auch nochmal so ein bisschen zu Wort gemeldet, er hatte ja harte Kritik an der Mannschaft geübt, er hat danach jetzt auch nochmal so ein bisschen darüber gesprochen, natürlich auch über seine eigene Situation gesprochen, ob er möglicherweise entlassen wird, sollte es morgen nichts werden. Dazu sagte er, dass eine frühzeitige Trennung von seiner Seite aus wohl nicht in Betracht kommt, aber natürlich steckt er da selber nicht so wirklich drinne. Also er hat hier quasi einen Rücktritt, ja ich sage mal, definitiv verneint, aber wer weiß, wie es dann letztendlich weitergeht mit dem Bayern-Trainer. So die Worte von Rummenigge, was sagt ihr dazu? Gerne eure Meinung dazu auch in die Kommentare. Und dann kommen wir auch schon zum nächsten Thema. Wird er der Nachfolger von Thomas Tuchel? Die Rede ist von Sebastian Hoeneß. Sebastian Hoeneß spielt aktuell einen überragenden Fußball mit dem VfB Stuttgart. Man vergisst das immer mal ein bisschen. Da wurden wenige Transfers im Sommer getätigt und trotzdem wurde aus einer Mannschaft, die letztes Jahr noch gegen den Abstieg gespielt hat, eine absolute Top-Mannschaft gebaut, die jetzt vielleicht in der nächsten Saison sogar international spielt. Also das sind wirklich... Also es ist super und das vergisst man immer mal so ein bisschen, was hier Sebastian Hoeneß wirklich für einen Job gemacht hat. Im Gegensatz jetzt zu Xabi Alonso, weil der ist ja in den Medien dann doch noch etwas gehypter. Aber da ist nicht viel Unterschied zwischen diesen beiden Trainern von der Leistung, was sie gezeigt haben. Vielleicht kann man sogar die Leistung von Sebastian Hoeneß noch etwas höher hängen. Und jetzt hat er eben sich auch zu einem möglichen Job beim FC Bayern München geäußert und man kann schon mal sagen, ein Dementi klingt anders. Und er hat da zumindest mal ein grobes Interesse. Das konnte er definitiv nicht verhehlen.
Auf die Frage, ob er möglicherweise der nächste Bayern-Trainer wird, da sagte er, dass er da grundsätzlich jetzt erstmal nicht dran denkt. Er denkt aktuell erstmal nur an das nächste Spiel von Stuttgart. Aber er fuhr fort und sagte, ich bin sehr ehrgeizig und ich will immer die bestmöglichen Spieler trainieren, aber ich habe nie die nächsten Schritte geplant. Im Moment, da könnte ich in Stuttgart nicht glücklicher sein. Was danach kommt, werden wir sehen. Hoeneß lässt sich also wirklich alle Optionen offen und natürlich die Verbindung zum FC Bayern München, die ist nahe. Er hat einen Vertrag bis zum 30. Juni 2025 bei Stuttgart. Sollte er die Champions League erreichen, dann würde man auf jeden Fall zumindest mal die Chancen höher haben, dass Sebastian Hoeneß auch in der nächsten Saison der Trainer vom VfB Stuttgart ist. Aber wie gesagt, die Wege sind kurz. Er ist der Neffe von Uli Hoeneß. Das ist allein schon eigentlich genug und dann hat er auch noch von 2017 bis 2020 tatsächlich beim FC Bayern München schon unter Vertrag gestanden als Jugendtrainer und dort auch große Erfolge mit den Jugendmannschaften feiern können. Auch zum Beispiel in der zweiten Mannschaft des FC Bayern München war er schon tätig, da wurde man sogar Meister und danach war er weg und sie sind abgestiegen. Und einige Bayern-Fans, die sind darüber auch verwundert, warum das Potenzial, was eigentlich Hoeneß so dann damals schon mit sich gebracht hatte, dass man das eigentlich nicht erkannt hat und ihn dann letztendlich gehen gelassen hat. Er war jetzt ja 2 Jahre bei der TSG Hoffenheim, jetzt bei Stuttgart und es läuft eigentlich für ihn ziemlich, ziemlich gut. Also ja, er ist definitiv ein Kandidat, wenn es auf jeden Fall um eine potenzielle Nachfolge von Thomas Tuchel geht. Wie konkret es dann nochmal wird, das wird die Zukunft zeigen. Dann kommen wir zu einem weiteren Thema. Ihr seht ihn im Hintergrund, Xavi Simons. Er hat sich jetzt so ein bisschen nochmal zu seiner Zukunft geäußert, aber hat gleich quasi die Erwartungen, ja, ich sage mal, gedämpft. Er sagt, wie es für ihn weitergeht, wie es in seiner Zukunft aussieht. Er ist ja eigentlich nur an RB Leipzig verliehen, ist eigentlich Spieler von Paris Saint-Germain. Das wird er jetzt auf jeden Fall erstmal nicht entscheiden. Sein Fokus liegt auf der aktuellen Saison bei RB Leipzig und danach wird er gucken, wie es für ihn weitergeht. Also er hat jetzt hier nichts dementiert oder sonst irgendwas, aber natürlich auch ganz klar gesagt, nein, jetzt erstmal gibt es hier viel wichtigere Themen hier mit meinem Club. Wie es danach weitergeht, das werden wir sehen. Aktuell, da zeichnet sich alles aber eigentlich in diese Richtung ab, dass er wohl zu seinem Ex-Club zu Paris Saint-Germain zurückkehren wird. Die Leihe wird demnach nicht verlängert werden und dann wird er mit vielleicht noch ein, zwei anderen Spielern gemeinsam versuchen, die Nachfolge von Kylian Mbappé anzutreten. Zumindest ist das Stand jetzt das wahrscheinlichste Ereignis. In 33 Spielen hat der 20-Jährige mittlerweile schon 8 Treffer, 12 Vorlagen gemacht, sprich 20 Scorerpunkte, das sind richtig gute Werte. Und die Leipziger würden diese Leihe gerne verlängern, aktuell zumindest sieht es da eher schlecht aus, so muss man es ganz klar sagen. Und bevor wir das Video beenden, kommen wir auch noch zu einem letzten Thema. Can Uzun, bei ihm geht es diesmal nicht rund um einen potenziellen Wechsel zu Eintracht Frankfurt. Auch das ist ein Thema, was wir hier schon öfter behandelt haben. Nein, es geht um eine Absage für den Deutschen Fußballbund. Can Uzun hat sich jetzt dafür entschieden, dass er bei der türkischen Nationalmannschaft auflaufen wird. Die Entscheidung hat er jetzt getroffen und dem DFB eine Absage erteilt. Das hat der 18-jährige zentraloffensive Mittelfeldspieler von Nürnberg jetzt tatsächlich wohl beiden Verbänden gegenüber kommuniziert. So berichtet es eben Sky. Und ich denke, das hat zum einen natürlich was mit seiner Herkunft zu tun. Seine Wurzeln liegen in der Türkei, auch wenn er jetzt hier in Deutschland aufgewachsen ist. Aber grundsätzlich hat er auch schon alle Juniorenbereiche für die türkische Auswahl durchlaufen. Dementsprechend wäre es schon... Also wäre es abwegig gewesen natürlich, wenn er jetzt hier möglicherweise zum DFB gekommen wäre. Aber was vermutlich jetzt nochmal deutlich reizender wäre, ja, in den kommenden Länderspielen soll er tatsächlich sein Debüt auch für die A-Nationalmannschaft der Türkei geben. Und der Coach der Nationalmannschaft Montella, der plant sogar mit Uzun im EM-Kader. Das sind natürlich für einen 18-Jährigen, der in der zweiten Bundesliga spielt, super, super Voraussetzungen. Und das wäre beim DFB definitiv nicht möglich gewesen. Er kommt aktuell wettbewerbsübergreifend auf 15 Tore und 3 Vorlage für Nürnberg. Das sind richtig gute Werte für einen 18-Jährigen. Nicht umsonst steht er ja auf dem Zettel einiger Topclubs in der Bundesliga. Von daher sieht es da schon mal ziemlich gut aus. Was sagt ihr zum Thema? Eure Meinung wie immer in die Kommentare. Bis dahin, Leute. Ciao.